Was wir noch nicht wussten, war, welche Art von Wolken an diesem Zusammenspiel von kosmischer Strahlung und Wolkenbildung beteiligt war. Ich bekam die Möglichkeit, genau dies anhand von neuen Daten zu untersuchen. Nigel Marsh hat mich dabei unterstützt. Er hat mir geholfen, die Daten zu analysieren. Zu unserer großen Überraschung stellten wir fest, dass sich die kosmische Strahlung vor allem auf die tieferen Wolken auszuwirken schien. Cosmic rays are changing low clouds. Das passte sehr gut zu unserer Theorie. Als das Ergebnis vorlag, sah ich, dass die Korrelation viel eindeutiger war als erwartet. Bei weniger Wolken in den tieferen Schichten steigt die Temperatur am Boden. Interessanterweise zeigen die jüngsten Ergebnisse, dass nur die unteren Wolkenschichten beeinflusst werden. Bislang gibt es noch keine Erklärung dafür. Dieser Mechanismus muss weiter erforscht werden. Die unteren Wolkenschichten haben maßgeblichen Anteil am Kühleffekt. Die tieferen Wolken sind so wichtig, weil sie viel Sonnenlicht zurück ins All werfen. Wir alle kennen von Flugreisen diese eintönigen Wolkenlandschaften über den Meeren. Sie sind weiß, weil sie das Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren. Wenn sich die Dichte der unteren Wolkenschichten verringert, erwärmt sich die Erdoberfläche also stärker. Dies bedeutet, dass die tieferen Wolken eine stark kühlende Wirkung auf das Erdklima haben. Mehr Wolken in den unteren Schichten bewirken ein kälteres Klima. Weniger kosmische Strahlung bedeutet weniger tiefe Wolken und damit eine Erwärmung der Erde. Ich erfuhr erstmals von Henrik Svensmarks Arbeit, als wir uns mit der Frage beschäftigten, wie Aerosolpartikel, winzig kleine Schwebeteilchen, in der Erdatmosphäre entstehen. Das ist wichtig, weil alle Wolken mit Hilfe von Aerosolpartikeln gebildet werden. Wir haben bei unserer Arbeit herausgefunden und können tatsächlich auch beweisen, dass die galaktische kosmische Strahlung in der Lage ist, die Aerosolpartikel oder Schwebeteilchen im untersten Teil der Atmosphäre zu modulieren und somit auch die untere Wolkenschicht, die wiederum eine kühlende Wirkung auf die Erde hat. Was wir noch nicht wissen, ist, wie und warum diese Partikel entstehen. Und hier kommt die kosmische Strahlung ins Spiel. Denn diese erzeugt beim Eintritt in die Erdatmosphäre kleine Ionen. Und diese elektrisch geladenen Atome tragen vermutlich zur Bildung der Aerosolpartikel in der Erdatmosphäre bei. Die meisten Menschen glauben, da es Wasser in der Atmosphäre gibt, muss es automatisch auch Wolken geben. Doch das stimmt nicht. Wolken können sich in unserer Atmosphäre normalerweise nur bilden, wenn sich Wasserdampf an Aerosolpartikeln anlagert. Jedes Wolkentröpfchen benötigt einen solchen Kondensationskern. Alle Wolken entstehen also aus Aerosolpartikeln. Deswegen ist es so wichtig, alles über diese Partikel herauszufinden. Sonst werden wir die Wolkenbildung nie verstehen.
In der Wissenschaft reicht eine gute Theorie allein nicht aus. Man muss diese durch Experimente untermauern. Ich wollte in einem Experiment die Verbindung zwischen kosmischer Strahlung, Aerosolteilchen und Wolkenbildung nachweisen. Ich möchte über kosmische Strahlung sprechen. Das sind hochenergetische Teilchen, die in die Erdatmosphäre eindringen und von uns messbar sind. Wie Sie sehen, gelangt bei erhöhter Sonnenaktivität weniger kosmische Strahlung in die Atmosphäre. Das liegt an dem sehr starken Magnetfeld der Sonne, das es den Partikeln aus dem Weltraum erschwert, in das Sonnensystem einzudringen. Es scheint also eine Korrelation zwischen Schwankungen der Sonnenaktivität und Klimaveränderungen zu geben. Was wir jetzt brauchen, ist ein experimenteller Beweis für diese Verbindung. Und glücklicherweise könnte ein solches Experiment bald stattfinden. Dieses Experiment geht von vollkommen falschen Voraussetzungen aus und zeugt von absoluter Unkenntnis der Prozesse der Wolkenbildung. Das Experiment ist fehlgeplant und wird rein gar nichts über die Vorgänge in der Atmosphäre aussagen. Ich bin da völlig anderer Meinung. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind Experten für Aerosolpartikel und atmosphärische Chemie und wissen, was sie tun. Ich weiß, dass sie ihnen widersprechen würden. Natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber ihre ist sicher sehr extrem. Bei meinen Vorträgen passiert es häufig, dass manche Zuhörer sehr aufgeregt sind und meine Arbeit als Zeitverschwendung bezeichnen. Haben Sie mein Buch gelesen? Ich weiß davon. Dann sollten Sie nicht mit mir über Wolkenphysik streiten. Nein, Sie sind wirklich vollkommen auf dem Holzweg. Aus wissenschaftlicher Sicht wurde bis jetzt kein einziges Argument vorgebracht, das mich von meiner Theorie abbringen könnte. Was ist der Sinn dieses Experiments? Es wurden mehrere Abhandlungen darüber geschrieben, wo die Kondensationskerne herkommen und wie sie entstehen. Das nicht. Dann sollten die mal die Fachliteratur lesen. Ich hatte beschlossen, in Kopenhagen ein Experiment durchzuführen, das zeigen sollte, ob meine Theorie richtig oder falsch war. Leider erwies sich das Ganze als weitaus schwieriger als gedacht. Anfangs hatten wir überhaupt keine Mittel. Aber ich gab nicht auf und hoffte weiter auf Fördergelder. Die Vorbereitung des Experiments und die Mittelbeschaffung haben fast 4 Jahre in Anspruch genommen. Mit diesem Experiment möchten wir mehr über die Rolle der kosmischen Strahlung herausfinden. Letztendlich werden wir in der Lage sein, die Prozesse nachzuahmen, die in der echten Atmosphäre ablaufen. Diese Kammer ist so konstruiert, dass sich die Ionen darin steuern lassen. So können wir erstmals zeigen, wie wichtig Ionen für die Bildung neuer Aerosolpartikel und damit auch neuer Wolken sind. Zweck dieses Experiments ist es, mehr über die Ursache dieser Korrelation zwischen Sonnenaktivität und dem Klima auf der Erde herauszufinden. All die politischen Diskussionen um die globale Erwärmung sind unwesentlich für die Wissenschaft. Das Experiment, das wir durchführen werden, ist notwendig, weil es unser Wissen über einen der wichtigsten Prozesse in der Erdatmosphäre erweitert: die Wolkenbildung.